Aloha und hallo meine Gule. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute dachte ich, machen wir was World of Warcraft. Ich muss eh mit meinem Twink Demon Hunter noch ein paar Low Keys laufen. Und da dachte ich, nehme ich euch mit. Ich weiß nicht warum. Einfach so. Um mal was an, damit ihr mal was anderes seht, ne? Außer immer Battlefield, 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 Battlefield. Ich glaube, das kommt euch auch zugute. Wir sind in einem 5er Streets. Also nichts Bahnbrechendes oder Weltbewegendes. Einfach nur ein bisschen rumdaddeln und gucken, was so auf uns zukommt. Aber ich habe Angst. Denn ich muss ja gerade gucken, aber ich glaube, ich bin der mit dem losen GS hier. Nee, bin ich doch nicht. Da sind noch welche, die noch lower sind. Na, ist egal, ist eh nur eine 5er. Aber das ist ja rein. Watch your step. Rein technisch gesehen ist das ja wirklich Watch your step. theoretisch egal heutzutage. Aber Interrupt. muss ja gucken. Hier wegen Competition, ne? Was man so als zur Verfügung hat. Watch your step. Wir spielen den Tempo-Build mit dem Brandmal von dem Covenant, der Mint hier. Und das funktioniert ziemlich insane gut. Es ist sehr beängstigend, aber das funktioniert unglaublich gut. Watch your step. Leider, auch vom Damage her. Das macht mich sehr traurig, denn mit meinem Main, dem Feral, kann ich leider Interrupt. nicht mehr viel tun, Watch your step. weil ich eigentlich mein Biss-Gear habe. Aber es ist leider ein Feral, ne? Da kommt leider nicht viel raus. Vielleicht noch mal irgendwann noch mal eine Instanz mit dem. Aber das ist ja nicht witzlos. Das macht mir persönlich keinen Spaß. Da man macht und tut und dreht und wendet und was weiß ich was Watch your alles. step. Einfach jeder Pleb mehr Damage macht. Selbst die Tanks. Ohne Probleme. Ich bereite den hier vor für den nächsten Patch. Damit ich auch was Cooles habe. Watch your step. Damit ich immer der bin, der ausgelacht wird. Weil er halt einfach eine Klasse und ein Spec spielt. Eine Klasse ist es weniger. Und ein Spec spielt, der halt das gruselige Stiefkind ist. Watch your step. Das mal im Wald vergessen wurde. Und leider jetzt da leben muss. Aber sieht doch schon mal gut aus. So vom Overall. Ich hoffe, das bleibt so. Watch your Muss noch ein step. bisschen üben. Mit den Interrupt. Cooldowns einplanen bzw. einteilen. Watch your Aber step. ich glaube, so der Flow. Der ist ziemlich drin, ne? Interrupt. Watch your step. Und der Mage, der cool uns gezogen. Sehr gruselige ja, Entscheidung bei dem Boss. Aber macht er. Okay. Watch your step. Weiß nicht, warum er den nicht einfach macht. Er wird seine Gründe haben. Ich hoffe, es ist ein guter. Watch your step.
hoffe, er weiß, watch your step, was wir den Boss machen wollen. Ich hätte gerne hier Cooldowns gezündet. Bei dem Pack nach dem Boss. Aber ist leider nicht mehr drin. Naja. Ist eine weirde Route. Watch your step. Aber wenn man full random geht, ist das zu erwarten. Da muss man sich dran gewöhnen. Hat er wahrscheinlich mal bei der MDI gesehen oder sowas, weil die dann bei dem Kleinen Cooldowns gezündet haben und dann so Zeit geschunden haben. Und er sich weiter hinterfragt hat, warum die das getan haben. Watch your step. Und dann die Route einfach so übernommen. Gut. Jetzt gibt mir hier einmal der Cooldown flöten. Was schade ist. In der Theorie könnte ich jetzt einmal Cooldown weniger haben. In der Instanz. Ich hoffe, der Mage, der macht direkt Time Warp. Lass ihn kurz antanken, den Jungen. So. Versuchen wir hier so flüssig wie möglich durchzukommen. Hoffe, der nimmt nicht meine Waffe. Wir müssen den Dot aktiv halten. Indem wir auf dem Herren den Augenstrahl aktiv halten. Und wir kriegen den Augenstrahl wieder, indem wir... Ah, ist ausgelaufen. Lucky. Indem wir den Chaosstoß machen. Und der hat dann eine Chance zu refunden. Und der Refund, der gibt uns dann den Augenstrahl wieder. Genau wie so. Perfekt. Target you. Hey, wo ist meine Waffe? Ah, ich hasse den Boss. Target change. Okay. Bock. Ah, läuft eigentlich. Gut, wir haben zu wenig Tempo. Also zu wenig Tempo für die Globals und die Ausführung von den Sachen, um Energie reinzukriegen, um sie wieder zu verbrauchen. Wir brauchen Signaturen der führenden Kartelle der Stadt. Aber das kommt hier noch alles, ne? Wir haben jetzt 244 S und noch kein T-Set. Also, das ist hundertprozentig drin. Watch your step. D-Set müssen wir uns auch noch gönnen, aber das kriegen wir ja. Wir können das ja mit dem Crucible, können wir ja alles ja zu T-Sets umwandeln. Mittlerweile hat das ja auch keinen Cooldown mehr. Watch your step. Und dann hauen wir den her. Der ist schon wieder weg. Ja, genau. Ja. Oh, das ist Kraft. Mach bitte einen großen. Bitte. Bitte einen großen. Run out. Ehre. Ich hab noch gar keine Cooldowns.
Ich hab noch keine Cooldowns. Watch your step. Gut. Normalerweise hätte ich hier Cooldowns, aber weirde Interaktion da mit dem Boss. Watch your step. So ist das. Schade. Ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Ne? Ja, sollte doch ein Problem sein. Ja, alle tot. Das gruselt mich schon. Kann ich hier sehen, woran die gestorben sind? Weiß ich nicht. Ich stehe nur Hotz, komischerweise bei Tod. Unter Todesursache. Wenn die nicht gerade irgendwie eine Heilumkehrung haben, da bin ich mir unsicher. Die Route läuft man normalerweise nicht. Man läuft eigentlich links rum. Da kriegt man so viele Prozente für so wenig Aufwand. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Move ist. Aber ich hoffe, er weiß, was er tut. Watch your step. Ja, ich bin wieder dead. Oder? Schön reinhalten, damit der dort so lange wie möglich aktiv ist. Bisschen reindrücken hier. So ganz geklappt. Ich habe die Kombo auch sehr spät gestartet. Normalerweise mit dem Vierer-Set würde ich jetzt weniger Cooldown auf mein ganzes Zeug haben. Aber habe ich ja noch nicht. Ah, das kommt ja noch. So. Musste gerade was gucken. Deswegen nicht viel gesagt. Bin mal gespannt, was er da macht. Die Route ist eigentlich bei so einer Key-Größe vollkommen egal. Das ist voll kein Problem. Besonders, wenn man so viel Damage dabei hat. Aber es ist halt nicht die effizienteste. Was mir persönlich sagt, er hat zwar das Mount aus Season 2, glaube ich, vom Keystone Master. Aber er hat entweder noch nie getankt. Oder. Ja, gut. Ich lasse sie das mal machen. Normalerweise würde ich das jetzt als 7-Hunter machen. Da ich sehr flink durch die Gegend. Weißt du, ich mach das jetzt einfach, damit wir hier schnell durch sind. So. Taylor. Ich habe dafür extra eine Weak Aura. Jula. Der Herr Jula ist da. Mach das mal mit der Weak Aura, damit wir hier schnell durchkommen. Was ist das? Music, ne? So, Musik ist da. Das hier sind die, ist halt die Weak Aura, die dann sagt, wo die einzelnen Units sind, beziehungsweise Händler, wo es hingeht.
Und klar, wenn man das hier auch in M+, auch auf höheren Stufen, auf Zeit macht, da wird hier sehr viel Zeit verbraten. Sehr viel Zeit verbraten. Wenn man dann halt keine flinke Klasse hat, die das macht. Goldsand, okay. Goldsand eben anwählen. So, wo ist er? Da. Und schon sind wir hier durch. So schnell geht das mit der Technik heutzutage. Wahnsinn. Reingetobt, der Vari. Ich hatte hier mal einen 20er. War mir hier in einem 20er drin. Da hatte der Heiler die Trommeln genommen. Aber ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer, der Tank wollte die Trommeln. Eigentlich ist es vollkommen egal, was du für ein Instrument nimmst. Und er wollte unbedingt Trommeln haben. Und dann ist der Key depleted worden, weil der Tank rausgegangen ist, weil er die Trommeln haben wollte. Junge, Junge. Ich habe schon ein bisschen geweint, weil der war unglaublich in Time. Also wir hätten nur noch den Boss hier gebraucht. Und dann wären wir durch gewesen. Das macht das Ganze ja noch trauriger. Also ist das. So ist das, wenn man voll random läuft. Na komm. Wie nah muss ich denn ran? Da. Alle wieder auf die Position. Ich bin eigentlich untergegiert für den Bereich hier oder für den Content. Laut dem, was hier droppt. Aber. Läuft gut. Läuft ziemlich gut dafür. Auch damage-technisch läuft das wunderbar. Nur noch 4er-Set und dann ist Damage in the Hood. Ja? Er springt immer weg, der Mob. Das ist der Rage. Ich bin so gewohnt, den Rage wegzumachen beim Druiden. Direkt die Taste gedrückt und hä? Klappt das nicht? Machen wir hier erstmal. Entspannt die Fünfer. Spread. Na, falsch entschieden. Unlucky. Shockwave. Oh. Hauen wir den mal weg hier, ne? Das dauert noch ein bisschen, bis der nächste Boss kommt. Da kann ich ruhig jetzt einen Cooldown rausholen. Da, schön aus dem Schild raus. Der Druide weiß das anscheinend nicht. Oh. Au. Der hätte dich wegeliminiert. Der Key ein bisschen höher. Ho! Oh. Parcours! Parkour, Junge. Wo bleibt ihr denn? Meine
Ist bei euch auch so heiß heute? Wir sind 31 Grad. Junge. Ah, noch 3 Grad und ich wechsle in den gasförmigen Zustand. Das ist nicht mehr normal. Wie kann man nur so heiß leben? Interrupt. So. Wegeliminiert hier die Gruppe. Ich muss sagen, ich bin erstaunt über den Damage. Den der Demon Hunter trotz des Levels, Item Levels macht. Das ist irre. Und ich habe jetzt nicht das Brandmal ins E gehauen. Weil ich noch keinen Demon habe, keine Demon-Form. Das würde dann alles ein bisschen flüssiger werden. Sobald ich das Vierer-Set habe. Weil da bekomme ich irgendwie Cooldown-Reduction auf den Demon selber, wenn ich irgendwas mache. Oder würde der Bild natürlich viel, viel mehr Sinn ergeben, besonders im AE. Kann man dann auch mal rauswerfen. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, ja, ja. Na, jetzt sind noch zwei Bosse. Hier der Postraum. Und hier die Menagerie. Ich bin mal gespannt. War absolut gespannt. In Time wird das hundertprozentig. Gehe ich mal von aus. Wenn jetzt nicht mehr großartig was passiert, ist locker in Time. Ja, locker nicht. Weil wir haben doch schon sehr, sehr wenig Damage dabei. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein, das noch in Time zu spielen. So, wir haben nämlich immer noch keinen BL gemacht, beziehungsweise Time Warp. AOE incoming. Stack. Special coming. Wir müssen alles stacken, Junge. Was machst du denn da? Ich glaube, diese Woche ist tyrannisch. Ne, ist gar nicht. Ist verstärkt. AOE incoming. Wir haben einfach nur sehr, sehr wenig Damage. Das kann natürlich sein. Natürlich ist das Brandmal jetzt ausgelaufen. Watch your feet. Unlucky. So. Oh, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Watch your feet. AOE incoming. Ja, doch, geschafft. Also meins wurde geschafft. Stack. Ja, dann nimm mal einer. Special coming. Warum auch immer du das alleine nehmen willst, Junge. AOE incoming. Watch your feet. Ich ignoriere ein bisschen die Mechaniken. Ich weiß, aber die anderen. Wow. AOE incoming. Nee. Watch your feet. Ja, komm, ey. Die 10 kann man jetzt so weg.
magischen Postraum habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich mache mal Post für die Jungs auf. Ich hoffe. Sehen, ey. Junge, willst du sehen? Gar kein Problem. Jetzt muss ich nach Azeroth zurückfinden, nachdem ich hier das eine oder andere verbessert habe. Uff. Ja, mir ist egal, wo du lang gehst. Bitte geh irgendwo lang. Wir haben schon sehr wenig Damage dabei. Wäre natürlich nice, wenn der Intime wird. Das wäre natürlich sehr nice. Dann habe ich nämlich, wenn ich ein Item kriegen sollte, die Chance, ein anständiges Item zu kriegen und nicht nur so ein komisches. Runtergestuft ist. Ja, wäre jetzt Tempo nice, ne? Merk schon. Das siehst du. War auch durch. Und nun zu dem Posten, auf den alle Junge, das ist so. Gruselig. Das Startgebot liegt bei 5000. Höre ich 5000? Sehr gruselig. 6000? Ja, 6000. Aber es läuft noch 10 Minuten. Wir haben noch den Boss und müssen noch hochlaufen und dann den anderen Boss. Ich weiß nicht, warum wir den Boss beellen sollten. Das macht gar keinen Sinn. Also auf Tyrannisch schon. Tyrannisch ist ja eklig. Aber run. Can you reset? Nee, ne? Oh, wird knapp. Wird knapp. Aber wir haben den Reset für den anderen Boss. Target you. Vielen Dank. Damit wäre unsere Vorführung beendet. Der Mage könnte theoretisch, watch your, wenn er Bock hätte. Ah, jetzt habe ich natürlich den Ding jetzt nicht mehr drauf gekriegt, ne? Den Breath von dem zweiten Leggy, weil der zu weit weg stand. Oder kann ich das auch. Oh, ich kann das auch essen, wunderbar. Target change. Nö, lass mal. Er läuft einfach weiter, ist ihm egal. Run. Keep moving.
Target change. Jetzt kriegen wir natürlich den Reset nicht mehr hin, weil wir absolut hinterherhängen. Target you. Ich glaube, zeig dir mal wieder, was gespielt wird. Ist ganz einfach. Run. Keep moving. Man nimmt hier 20 Stacks. Jetzt gerade tue ich weiter sammeln, weil die eh in dieser Dingensphase ist. Target change. Und dann macht man einfach insane Damage an ihr. Diese Kugeln, die man mit dem Ding jetzt ansammelt, erhöhen, glaube ich, den Damage um 100% oder sowas. Theoretisch sammelt man 20, zündet seine Cooldowns, ballert die eben weg. Die letzte, die ist nicht der Rede wert. Die Goliath ist schlimm. Aber solange man mit Damage bzw. Mage Dispeller hat, das ist auch kein Problem. Bin mal gespannt, wie viel wir overall haben nachher. Gut, ich spiele den nicht zum absoluten Potenzial und zum Maximum, aber ich bin zufrieden mit meiner Performance. Aber eure Reise endet hier. Sterbt, Feinde des Kartells, so! Run. Gehen wir hin? Yes. Haben wir hingekriegt. Schwein. Was ein Schwein. Einfach aus dem Melee geboxt. Run. Das war so klar. Interrupt. Das war so klar. Interrupt 2. Dass er das genau jetzt macht. Ach, ich hasse das. Da ist so ein Assi, wie am Buche steht. Wunderbar. Na, Verwüstung, oder? Ist er. Ha! Faustwaffe. Oh, noch eine dicke. Junge. Nice. Wie viel haben wir denn overall? 6K. Das geht doch vollkommen. Das ist wunderbar. Das freut mich. Ja, kann man nicht gebrauchen. So. Ganz genau. Und dann pausche ich mich jetzt nach eurem Boss. Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen. Denkt dran. Haut mir in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt, was ich so daddeln könnte oder was ihr sehen wollt. Lasst ein Like da. Denkt an die Glocke, sonst bekommt ihr durch den neuen Algorithmus nicht mit, wenn ich was hochlade. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein!